Die große Pyramide von Gizeh war kein Grab des Pharaos Cheops, sondern wahrscheinlich eine technische Anlage mit möglicherweise spirituellem Nutzen. Die wichtigsten Fakten und Hypothesen zum Zweck und zum Bau dieser Pyramide stelle ich hier vor und versuche, sie zu bewerten. Kapitel 1. Wann, wozu und wie wurde die Pyramide erbaut? Was sind nun echte Fakten, was nur Arbeitshypothesen und welche fantastischen Ideen gibt es, um diese einfache Frage zu beantworten? Ich habe dazu viele Bücher gelesen und Videos studiert und war auch zweimal vor Ort. Folgende 11 Fragen spielen im Zusammenhang mit der großen Pyramide von Gizeh eine besondere Rolle. Diente die Pyramide als Grabstätte des Pharao Cheops? Entwickelten die Ägypter in nur 100 Jahren die perfekte Bautechnik? Wurde der Bau mit Rampen und 100.000 Arbeitern realisiert? Wurden die Granitblöcke mit Maschinen geschnitten? Geschah der Transport der Steinblöcke mit Hilfe der Auftriebskraft des Wassers? Konnten die alten Ägypter Antigravitationskräfte entwickeln? Dokumentiert die Pyramide die absolute Lichtgeschwindigkeit? Zeigen die drei Pyramiden den Oriongürtel um 10.500 vor Christus? War die Pyramide ein Observatorium? Sollte Pyramidenenergie für spirituelle Rituale genutzt werden? Und war das ein Kraftwerk, um Strom aus Blitzen zu gewinnen? Es ist klar, dass sich einige dieser Funktionen widersprechen und die Ägyptologie diese Interpretation bis auf die ersten zwei Punkte bis heute ablehnt. Trotzdem will ich diesen verschiedenen Hypothesen auf den Grund gehen und versuchen, etwas Struktur in dieses Durcheinander zu bringen und die Plausibilität zu überprüfen. Kapitel 2. Ein Grab des Pharaos Cheops. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass viele Pharaonen in Pyramiden bestattet wurden. Beim letzten Besuch 2022 wurde immer noch die Geschichte erzählt, dass die Pyramide des Cheops ursprünglich aus der Idee einer Mastaba entstanden ist, die man zu einer Stufenpyramide wie die in Saqqara weiterentwickelt hat. Deshalb geht man davon aus, dass in dem leeren Granitsarkophag einst der Pharao beerdigt worden sei. Tatsache ist, dass bisher in den über 100 ägyptischen Pyramiden nur die Mumie eines einzigen Pharaos gefunden wurde, nämlich die des Pharaos Djedkare aus der 5. Dynastie. Seine gerade einmal 50 Meter hohe Pyramide steht in Saqqara. Trotzdem liest man überall, dass ursprünglich auch in den großen Pyramiden Pharaonen beerdigt worden seien und diese wohl von Grabräubern gestohlen wurden. Das hört sich erst einmal plausibel an. Zwischen den vielen bekannten Pharaonengräbern, beispielsweise im Tal der Könige, und den großen Pyramiden gibt es allerdings einen entscheidenden Unterschied. Wenn die Gräber den ruhmreichen Geschichten der jeweiligen Pharaonen verziert wurden, fand man in den großen Pyramiden keine Schriftzeichen, die auf die Erbauer verweisen. Es gibt bisher auch keine Darstellungen, wie die großen Pyramiden gebaut wurden und welchen Zweck sie hatten. Schon der Geschichtsschreiber Diodor hatte vor mehr als 2000 Jahren in seinem 40-bändigen Werk erklärt, Zitat, kein König ist in der Pyramide, die er sich hat bauen lassen, auch beigesetzt worden. Zitat Ende. Im Gegensatz dazu hat Herodot 2000 Jahre nach dem Bau davon berichtet, dass die große Pyramide auf Cheops zurückgeführt wird. Was stimmt also? Nehmen wir mal an, die Pyramide diente als Grabstätte und es hat ein spirituelles Ritual gegeben, um den Pharao auf seinem geistigen Weg ins Jenseits vorzubereiten. Dann können wir Folgendes feststellen. Der innere Aufbau der sogenannten Cheops-Pyramide hätte eine klassische Bestattungszeremonie sehr schwerfällig, wenn nicht gar unmöglich gemacht. Der Aufstieg zur sogenannten großen Galerie wäre wegen der Steigung schwierig, weil er nur 1,20 Meter hoch und 1,05 Meter breit ist.
Auch der Eingang zur sogenannten Königskammer ist vergleichsweise winzig. Man hätte die altbalsamierte Leiche nur hineinschieben können. Für einen König wäre das ein unwürdiges Bestattungsritual. Als der Kalif Al-Mamum im Jahre 820 nach Christus in die Pyramide eindrang, hat dieser dort nur den leeren Granitsarkophag vorgefunden. Da die sogenannte Königskammer noch durch mächtige Fallsteine versperrt gewesen war, muss man davon ausgehen, dass der Kalif der Erste war, der dort eindringen konnte. Diodor hatte also recht, dass hier kein Pharao bestattet worden ist. Trotzdem gehen die meisten Ägyptologen immer noch davon aus, dass hier mal die Mumie des Pharao Cheops gelegen haben muss. Das hat nun folgenden Hintergrund. 1837 hatte sich der britische Oberst Howard Wise in die sogenannten Entlastungskammern gesprengt und dort Arbeitermarkierungen gefunden, aus denen auch der altägyptische Name des Cheops abgeleitet wurde. Es gibt allerdings nicht wenige Pyramidenforscher, die diese Interpretation in Frage gestellt haben. Einige Forscher haben den Namen als Bezeichnung eines Bauleiters oder einer Arbeiterkolonne gesehen. Es gibt dann noch die Aussage des Steinmetz Humphreys W. Brewer, dass Wise ein oder zwei Kartuschen mit roter Farbe nachgearbeitet hat. Durch ein paar Striche wurden dann aus dem Radzeichen, also dem Kreis mit einem Punkt, ein Kreis mit drei Strichen. Aus der Arbeiterkolonne Ra-U-Fu wurde der Pharao-Name Shufu und der spätere General Weiss berühmt. Trotzdem gelten diese in roter Farbe gemalten Zeichen weiter als wichtigster Beweis für den Auftrag durch Cheops, obwohl die Fälschung eigentlich offensichtlich ist. Die ägyptische Altertumsverwaltung hält wohl daran fest, weil sie sonst keine Erklärung für den Bau hätte. Und noch etwas. Wenn die große Pyramide ein Grabmal des Pharaos Cheops aus der 4. Dynastie gewesen sein soll, dann fragt man sich, warum es über diesen Pharao sonst keine Hinweise als Auftraggeber gibt. Man hat 1903 nur eine etwa 7 cm große Elfenbeinfigur in Abydos gefunden, die ich im Ägyptischen Museum in Kairo fotografieren konnte. Als Horusname war dort Medjedu bzw. Medu eingraviert und der Rest des unteren Teils des Eigennamens in einer Kartusche als eventuell Shnum Shuf erkennbar. Die Figur hatte keinen typischen Pharaobart und auch nicht die Doppelkrone von Ober- und Unterägypten. Das sieht so gar nicht danach aus, als würde hier ein mächtiger Pharao porträtiert. Cheops soll 2580 v. Chr. Gestorben sein. Man weiß auch nicht einmal, wie lange er regiert hat. Schätzungen gehen von 23 bis 46 Jahren aus. Deshalb gehen die Ägyptologen meistens davon aus, dass der Bau der großen Pyramide etwa 20 Jahre gedauert hat, damit er dort noch beerdigt werden konnte. Tatsache ist, dass die berühmten Pharaonen der 4. Dynastie, wie Snofru, Cheops, Chephren und Mykerinos, dieser Reihenfolge gelebt haben, da sie auf dem sogenannten Palermo-Stein aus der 5. Dynastie, der Turiner Königsliste aus der 19. Dynastie und den Aufzeichnungen der Historiker Herodot und Manetho enthalten sind. Die Reihenfolge des Baus dieser Pyramiden erscheint deshalb erst einmal plausibel. Trotzdem bleibt die Frage unbeantwortet, warum sie diesen Aufwand durchführen ließen, wenn sie dort augenscheinlich nicht begraben worden sind. Natürlich konnten auch Grabräuber die Mumien gestohlen haben oder die eigentlichen Grabkammern wurden noch nicht gefunden. Dass diese berühmten Pharaonen in ihren Bauwerken ohne Grabhieroglyphen quasi anonym bestattet worden sein sollen, ist eigentlich nicht glaubwürdig. Kapitel 3. In 100 Jahren zur perfekten Pyramide. Erst einmal unabhängig davon, wer wirklich den Auftrag zum Bau der großen Pyramide erteilt hat, ist der Bau selbst ein Mysterium und nirgendwo dokumentiert worden. Auch in den vielen Gräbern im Tal der Könige hat man keine Hinweise dazu gefunden. Das müsste eigentlich darauf hindeuten, dass damals niemand dieses Wissen hatte und die Pyramide vielleicht zu einer Zeit gebaut wurde, aus der es keine schriftlichen Überlieferungen gab.
Vielleicht vor der biblischen Sintflut, die alles zerstört hat, bis auf diese drei Pyramiden des Gizeh-Plateaus? Das wäre zumindest eine Erklärung. Nach der herrschenden Meinung der Ägyptologen haben die alten Ägypter innerhalb von nur 100 Jahren gelernt, wie man eine perfekte große Pyramide baut. Den Anfang soll der Pharao Djoser um 2700 vor Christus mit seiner Stufenpyramide in Saqqara gemacht haben. Hier wurden über die bis dahin übliche Mastaba-Abdeckung eines Grabes noch 50 verjüngende Schichten aufgebracht. Der Bauherr Imhotep wurde danach als Gott verehrt. Das Gangsystem innerhalb der Pyramide war schon recht kompliziert. Danach kam der Vater von Cheops, Snofru, und ließ erst die etwas verunglückte Knickpyramide und dann die rote Pyramide in Dahschur bauen. Bei der Knickpyramide hat man offensichtlich festgestellt, dass der anfängliche Winkel von 60 Grad zu steil war und dies dann auf 54 Grad am Boden und oben sogar auf nur 34 Grad korrigiert. Damit konnte der befürchtete Einsturz bis heute verhindert werden. Im Unterschied dazu wurde die rote Pyramide nicht auf Sand, sondern auf einem eigenen Fundament und nur mit einem Winkel von 43 Grad gebaut, sodass die Knickpyramide theoretisch in sie hineinpasst. Die rote Pyramide war schon 105 Meter hoch. Die Gänge und Kammern waren hier schon oberhalb der Grundfläche angeordnet und es gab auch schon ein sogenanntes Kraggewölbe. Etwa 40 Jahre später soll der Sohn des Snofru seine große Pyramide gebaut haben, möglicherweise um die Bauten seines Vaters zu übertreffen. Merkwürdig ist, dass von Cheops noch weniger überliefert worden ist als von seinem Vater. Doch was wissen wir über den Bau der sogenannten Cheops-Pyramide? Kapitel 4. Rampentechnik, um den Bau zu erklären. Zum Bau hat sich der Grieche Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus in seinen Historien geäußert. Danach sollen 100.000 Arbeiter 20 Jahre daran gearbeitet haben und den Steintransport mit Rampen, Schlitten und Seilen durchgeführt haben. Viele Ägyptologen und Archäologen haben deshalb verschiedene Rampenversionen erdacht, um erklären zu können, wie die etwa 2,3 Millionen Steinblöcke von durchschnittlich 2,5 Tonnen bis an einer Höhe von 146 Meter bewegt worden sind. Der Ägyptologe Frank Müller-Römer hat beispielsweise die verschiedenen möglichen Bautechniken in seiner Doktorarbeit sehr sorgfältig untersucht und bewertet. Interessant ist dabei, dass er die Bauweisen der Knickpyramide und der roten Pyramide von Dahschur als nicht feststellbar bezeichnete. Frank Müller-Römer ist davon ausgegangen, dass die alten Ägypter nur Kupfer- und Steinwerkzeuge beherrschten. In den nahegelegenen Steinbrüchen sollen die meisten Blöcke mit Kupfersägen herausgeschnitten worden sein. Dies scheint auch glaubwürdig, weil die Kalksteinblöcke erst an der Luft aushärten. Schwer zu glauben finde ich allerdings die Darstellung der Bearbeitung der Granitsteine mit Diorit- oder Dolerithämmern oder Kugeln. Den unvollendeten Obelisken in Assuan mit einem Gewicht von 1100 Tonnen sollen beispielsweise 130 Arbeiter in einem Jahr fertiggestellt haben. Dies betrifft auch die etwa 5000 Granitblöcke, die im Innern der Pyramide verbaut worden sein sollen und die auch aus den 800 Kilometer entfernten Assuan-Steinbrüchen stammen. Es ist schwer vorstellbar, dass mit dieser Methode auch scharfe Kanten hergestellt werden konnten. Bis heute hat die Ägyptologie keine praktischen Beweise für ihre Theorien vorgelegt. Müller-Römer hat die vielen Rampenvorschläge anderer Ägyptologen hinsichtlich ihrer Praktikabilität überprüft und fast alle Systeme ausgeschlossen, weil sie keinen kontinuierlichen Bau ermöglichten oder nicht funktionieren konnten. Sein eigener Vorschlag geht von insgesamt 112 kleinen Rampen aus, die an die 11 Stufen des Kernmauerwerks angepasst worden sein sollen. Außerdem soll es oben eine Umlenkrolle möglich gemacht haben,
dass die Arbeiterkolonne auf der anderen Seite eine Treppe hinunterging und dabei noch ihr Eigengewicht nutzen konnten. Müller-Römer berechnete alle notwendigen Arbeitsschritte, einschließlich der Anbringung der Verkleidung und des Rückbaus der Rampen, und kam auf eine Bauzeit von insgesamt 24,5 Jahren. Dabei ging er davon aus, dass eine Arbeitskolonne nur 12 Minuten brauchen würde, einen durchschnittlich 2,5 Tonnen schweren Kalksteinblock auf die 11 Meter höhere Ebene zu ziehen. Für die rund 300.000 Blöcke, die auf die zweite Stufe gezogen werden mussten, hatte man also 16 Rampen zur Verfügung. Das sind demnach 80 Blöcke pro Stunde. Müller-Römer unterstellt, dass 300 Tage im Jahr nur 10 Stunden am Tag gearbeitet wurde. Also konnten im Jahr 240.000 Blöcke bewegt werden. Er hat sich auch darüber Gedanken gemacht, wie die bis zu 80 Tonnen schweren Granitblöcke vom 660 Meter entfernten Taltempel über eine Rampe zur Pyramide gezogen werden könnten, und kam auf 16 Rinder oder 220 Arbeiter pro Block. Es gibt allerdings auch Hinweise auf ein Kanalsystem, sodass die Blöcke aus den Assuan-Steinwerken möglicherweise per Schiff an die Pyramidenbaustelle herangeführt werden konnten. Mein Zwischenfazit: Theoretisch könnte die Idee von Müller-Römer bei den Kalksteinen funktioniert haben. Die bautechnischen Probleme bei der Bearbeitung und den Transport von bis zu 80 Tonnen schweren Granitblöcken hat er faktisch außen vor gelassen, weil er nur bekannte Techniken und Werkzeuge zugrunde legen wollte. Dabei sind das die wesentlichen Probleme, die bei dem Bau der Pyramide gelöst werden mussten. Es wäre schön, wenn die Altertumsverwaltung in Kairo oder sonst jemand mal den praktischen Beweis erbringen würde, dass dieses Rampensystem mit Treppen und Umlenkrollen funktionieren könnte. Kapitel 5. Wurden die Granitblöcke mit Maschinen geschnitten? Die Bearbeitung von Granit ist auch heute noch mit diamantbesetzten Metallsägen aufwendig. Dabei entstehen 5 bis 11 mm breite Schnitte. In den Granitbrüchen bei Assuan soll man hingegen Trennlinien von nur 0,3 mm gefunden haben, die etwas wellenförmig waren. Im sogenannten Chefrin-Taltempel habe ich die Präzision der Granitblöcke fotografiert. Das kann bis heute niemand richtig erklären. Es ist undenkbar, dass diese Schnitte mit Dioritkugeln entstanden sein sollen. Die alten Ägypter sollen daneben nur Kupfer- bzw. Bronzewerkzeuge genutzt haben. Doch das ist nicht glaubhaft. Hobbyforschern ist nun aufgefallen, dass auf der Decke der sogenannten Königskammer 18 schwarze zungenförmige Verfärbungen zu sehen sind. Sie hatten deshalb Proben genommen und untersuchen lassen. Es stellte sich heraus, dass das Ablagerungen von Eisenoxid waren. Dominik Görlitz und Stefan Erdmann gingen deshalb davon aus, dass im Alten Reich auch schon Eisen genutzt wurde. Dies ist nicht abwegig, weil 1837 eine kleine verwitterte Eisenplatte in der Pyramide gefunden worden ist. Schon Herodot soll auf die Verwendung von Eisenwerkzeugen hingewiesen haben. Während mit großer Wahrscheinlichkeit für die Kalksteinblöcke Hebemaschinen aus Holz verwendet wurden, mussten die Granitblöcke nach Meinung von Görlitz und Erdmann unter Verwendung von Eisenwinkeln und Holzkeilen von Anfang an auf den Pyramidenebenen hochgehebelt werden. Dass diese Methode mit den schützenden Eisenwinkeln funktioniert, haben die beiden mit einem 15 Tonnen schweren Betonblock sogar bewiesen. Diesen hätte man mit rund 60 Leuten und Baumstämmen auf der jeweiligen Ebene bewegen können. Beim Block mit 60 Tonnen Gewicht wären 285 Schlepper nötig gewesen, die auf den Ebenen genug Platz gehabt hätten. Auch für die Aufbringung der Spitze des sogenannten Pyramidions wurde eine plausible Lösung vorgestellt. Mein Zwischenfazit: Die schweren Granitblöcke hätte man sicher mit der dargestellten Hebeltechnik und den Eisenwinkeln stückweise auf über 40 Metern Höhe anheben können. Offen bleibt allerdings die Frage, wie die Granitblöcke in dieser Präzision in Assuan hergestellt und von da transportiert worden sind. Noch heute kann man dort einen unvollendeten Obelisken bestaunen, der über 1000 Tonnen wiegt. Außerdem darf nicht vergessen werden,
dass die Pyramide eigentlich 8 Flächen besitzt, die man nur zum Zeitpunkt der Tag-Nacht-Gleiche sieht. Kapitel 6: Transport der Blöcke mit der Nutzung der Auftriebskraft. Der Schiffsbetriebstechnikingenieur Helmer Neubacher hat mit Bezug auf Herodot eine Idee zum Bau der Cheops-Pyramide beigesteuert, die den Auftrieb von Körpern im Wasser nutzen würde. Nach seinen Berechnungen hätten täglich durchschnittlich 347 Steinblöcke mit einem Gewicht von 2,5 Tonnen transportiert und verbaut werden müssen. Die 7 Bootsgruppen, die man bei der Pyramide gefunden hat, haben ihn auf die Idee gebracht, beim Transport auch Auftriebskräfte zu nutzen. Die schweren Granitblöcke hätte man dann mit einem Tandemschiff, das den Block im Wasser transportierte, über ein Kanalsystem zum Bauplatz gebracht. Auf jeder Ebene des Kernbauwerks hätte man dann große Tanks gebaut, in denen Schiffe durch Ablassen des Wassers schwere Lasten gehoben hätten. Das hat er sogar mit liebevoll gebauten Modellen dargestellt und an einem 2,5-Tonnen-Block demonstriert. Mit diesen Maschinen müssen die Menschen dann nicht mehr große Lasten ziehen, sondern nur riesige Mengen Wasser in Schläuchen transportieren. Neubacher ging von 60.000 Wasserträgern aus. Er demonstrierte auch, dass man 42 Personen benötigt, um einen 2,5-Tonnen-Block auf einem Schlitten zu bewegen. Neubacher zeigte in aufwendigen Modellen im Maßstab 1:100, wie er mit seinen Hebeschiffen und seinen Verlegemaschinen eine Pyramide bauen würde. Der Aufwand für die riesigen Wassertanks wäre allerdings enorm. Mein Zwischenfazit: Grundsätzlich könnte man Auftriebskräfte auch beim Heben von Steinblöcken nutzen. Archäologisch gibt es auch für diese Bautechnik keine Hinweise. Aber auch dieses Beispiel zeigt, dass es technische Lösungen gibt, die mit damaligen Möglichkeiten hätten umgesetzt werden können. Aber vielleicht haben die alten Ägypter noch andere Techniken beherrscht, die den Bau leichter gemacht hätten. Kapitel 7: Antigravitationskräfte beim Transport. Obwohl es eigentlich genug Ideen zum Transport der Blöcke gibt, die vielleicht sogar funktionieren könnten, fehlt noch eine besonders einfache Lösung, nämlich die Levitation bzw. die Nutzung der Antigravitation. Heute wissen wir, dass es Antimaterie gibt, die theoretisch abgestoßen werden müsste, also antigravitativ wirkt. Das Problem ist nur, dass diese Form der Materie unsere normale Materie vollständig in Energie umwandeln würde. Tatsache ist aber auch, dass wir nicht genau wissen, wie Gravitation funktioniert, da diese Kraft offenbar das Ergebnis einer Raumzeitbeziehung ist. Es gibt allerdings Legenden, denen Menschen die Levitation von schweren Gegenständen beherrscht haben sollen. Besonders das Trance-Medium Edgar Cayce hat diese Idee beflügelt. Nach ihm sollen Überlebende der Atlantis-Hochkultur die Ägypter auch in der Nutzung der Levitation für den Bau der Pyramiden unterwiesen haben. Es existieren auch Geschichten, wonach tibetische Mönche mit Hilfe von großen Trompeten und dem Absingen von Mantras große Steinblöcke gehoben haben sollen. Aber mehr als Legenden und Mythen scheint es dazu nicht zu geben. Kapitel 8: Ein Dokument der absoluten Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt seit Albert Einstein im Vakuum genau 299.792.458 Meter pro Sekunde. Angeblich soll diese Zahl auch herauskommen, wenn man die Differenz aus einem Außen- und Innenkreis berechnet. Da stimmen zumindest die ersten 4 Ziffern überein. Es wird nun auch behauptet, dass der Ort der großen Pyramide ein Hinweis auf diese physikalische Konstante sei. Das lässt sich leicht überprüfen. Wenn man die Spitze der Pyramide wählt, dann erhalte ich 29,979138 Grad Nord. Dann würden die ersten 5 Ziffern stimmen. Wenn ich möchte, dass die Ziffern der Lichtgeschwindigkeit in der richtigen Reihenfolge erscheinen, dann liegt der Punkt allerdings etwas oberhalb. Das könnte also ein Zufall sein, denn es ist nicht zu erwarten, dass die alten Ägypter unser Metermaß und die willkürliche Einteilung in Breiten- und Längengrade kannten.
Trotzdem wird dieser Hinweis immer wieder als Tatsache verbreitet. Dann hätten die alten Ägypter allerdings auch die Zukunft kennen müssen und damit unsere metrischen und geografischen Systeme. Kapitel 9. Der Hinweis auf den Oriongürtel. Auf die Darstellung der Orion-Konstellation kann man leicht kommen, wenn man sich die Cheops-Pyramide zusammen mit der Chephren- und Mykerinus-Pyramide mal in Google Earth anschaut und die Gürtelsterne des Orion daneben hält. Während die Sterne Mintaka, Al-Nilam und Al-Nitak heute tatsächlich in einer Linie erscheinen, liegt die Mykerinus-Pyramide allerdings ein wenig versetzt davon. 1994 hatten Robert Bouval und Adrian Gilbert mit dieser Hypothese erstmalig die ganze Welt in Aufregung versetzt. Das Ganze bekam den Namen Orion-Korrelationstheorie. Damit verbunden wurde die Behauptung, dass die drei Pyramiden einen Sternenhimmel am Beginn des Zeitalters des Löwen um 10.500 vor Christus repräsentieren würden. Die Korrelationstheorie basiert im Wesentlichen auf einem Vergleich der Winkel. Da die drei Pyramiden nach Norden ausgerichtet wurden, beträgt der Diagonalwinkel jeder Pyramide logischerweise 45 Grad. Die drei Pyramiden wurden allerdings nicht genau auf diesem Winkel hintereinander angeordnet. Wenn man die Sterne Al-Nitak und Al-Nilam verbindet, kommt man auf 44,2 Grad. Der Stern Mintaka liegt etwas oberhalb dieser Linie, wie auch die Mykerinus-Pyramide. Also gibt es tatsächlich Ähnlichkeiten in der Anordnung. Nach Armin Agast an der Eck soll die Zeitrechnung der Menschen 5702 vor Christus mit König Menes begonnen haben. Auch die indische Zeitrechnung hätte dann ihren Anfang gehabt. Im Unterschied zu Bouval und Gilbert kam an der Eck nach intensiven astronomischen Berechnungen zum Ergebnis, dass das Pyramidengelände mit dem Sternenhimmel vom 19. Juli 5702 vor Christus, 2 Stunden vor Sonnenaufgang und damit mit dem Anfang der Zeitrechnung übereinstimmt. Dabei stellt er fest, dass der obere Nordschacht zu diesem Zeitpunkt auf den Orion-Gürtelstern Al-Nitak weisen würde. Der untere Südschacht würde hingehen das Jahr der Sintflut mit 3104 vor Christus bezeichnen. Diese soll durch eine plötzliche Verschiebung der Polachse um 2 Grad 35 Minuten entstanden sein. Nur dann würde auch dieses Datum stimmen. Dass das Sternbild Orion und erst recht der Stern Sirius eine große Bedeutung für die alten Ägypter hatte, ist bekannt. Natürlich nutzen sie auch schon den Polarstern im Sternbild Kleiner Bär, um den Norden zu bestimmen. Allerdings kann man meiner Meinung nach daraus nicht automatisch ableiten, dass die große Pyramide 5702 oder sogar 10.500 vor Christus erbaut worden ist. Kapitel 10. War die Pyramide ein Observatorium? Besonders die sogenannte große Galerie hat die Gemüter dazu inspiriert, die Idee zu verfolgen, die Pyramide wurde speziell zur Sternenbeobachtung gebaut. Auch die sogenannten Luftschächte saß mit ihren unterschiedlichen Winkeln Eigenschaften, die zur gezielten Sternenbeobachtung genutzt worden sein könnten. Allerdings hätte dies bedeutet, dass die Pyramide eine Zeit lang nicht weitergebaut worden wäre. Die sogenannten Luftschächte gehen außerdem nicht bis in die Verkleidung hinein. Aber gehen wir einmal davon aus, die Schächte wurden anfänglich von außen noch nicht abgedeckt. Was hätte man dann sehen können? Astronomisch kann man diese Frage beantworten, wenn man den Zeitpunkt bestimmt. Wenn wir unterstellen, dass die Pyramide etwa um 2600 vor Christus erbaut worden ist, dann hätte man durch den nördlichen Schacht aus der Königskammer mit einem Winkel von 31 Grad und 12 Minuten den Polarstern im Sternbild Kleiner Bär sehen können. Durch den südlichen Schacht der Königskammer mit einer Neigung von 45 Grad konnte man die Bewegung des Al-Nitak im Orion-Gürtel beobachten. Der Orion wurde mit dem Gott Osiris gleichgesetzt. Durch den nördlichen Schacht der sogenannten Königinnenkammer mit 39 Grad 30 Minuten Neigung
sah man den damaligen Zirkumpolarstern Tuban aus dem Sternbild Alpha Draconis, der damals mit dem Sonnengurt Re Artum in Verbindung gebracht wurde. Durch den südlichen Schacht der Königinkammer der gleichen Neigung konnte man den Sirius im Sternbild Großer Hund beobachten. Sirius wurde mit der Göttin Isis assoziiert und war besonders wichtig, um die Nilflut zu bestimmen. Durch die langsame Kreiselbewegung der Erdachsel, Präzession genannt, ändert sich die Sicht auf den Sternenhimmel in 25.029 Jahren. Es gibt, wie gesagt, die Behauptungen von Robert Bouval und Adrien Gilbert, dass die drei Pyramiden des Gizeh-Plateaus 10.500 vor Christus erbaut worden sein sollen, um die Orion-Gürtelsterne abzubilden. Wie Armin Agast Andereck detailliert nachwies, war diese Stellung allerdings auch in den Jahren 5702, 4242, 2782 und 1322 vor Christus die gleiche. Nach seinen Berechnungen würde die große Pyramide den Sternenhimmel am 19. Juli 5702 vor Christus widerspiegeln. Damals soll der sogenannte Sotis-Kalender begonnen haben. Neben Sirius spielte auch der Stern Al-Nitak eine große Rolle. Falls die große Pyramide auch als Observatorium genutzt wurde, dann bieten sich besonders die Jahre 2782 und 5702 vor Christus als Fertigstellungstermine für die große Pyramide an. Das Jahr 2782 vor Christus würde dann allerdings nicht zu dem angenommenen Tod des Pharaos Cheops passen, der erst viel später, nämlich im Jahr 2580 vor Christus gestorben sein soll. Mein Zwischenfazit: Wenn man nur den Sirius oder den Polarstern beobachten wollte, hätte man sich den Aufwand des Baus sparen können. Ist eigentlich nicht denkbar, dass die alten Ägypter anfänglich eine oben offene Pyramide gebaut haben, um die Sterne beobachten zu können. Doch warum dann dieser Aufwand? Kapitel 11. Hat die Pyramide eine energetische Wirkung? Die Pyramidenform selbst scheint eine besondere Wirkung zu entfalten. Berichtet wurden beispielsweise von der Konservierung von Nahrungsmitteln, der Reinigung vom Wasser und einer verkürzten Keimzeit von Samen. Außerdem sollen die Pyramiden Heilungskräfte erzeugen und spirituelle Wirkungen verursachen können. Pflanzenexperimente in einer hohlen Pyramide haben gezeigt, dass die Wachstumsgeschwindigkeit in der Nähe der Spitze um den Faktor 5 höher ist als an der Basis. Vermutet wird, dass die Pyramide ein riesiger, mitschwingender Resonanzkörper ist, der kosmische Energie wie eine Linse fokussieren kann. Mit Hilfe einer Wünschelrute soll es möglich sein, den erzeugten spiralförmigen Energiewirbel oberhalb der Pyramidenspitze nachzuweisen. Es gibt viele Bezeichnungen für diese Energie, die die Physik bis heute nicht als Kraft definiert und messen kann. Häufig wird von der Lebensenergie Chi, Prana oder von Biophotonen gesprochen. Wilhelm Reich hat diese Lebensenergie besonders intensiv erforscht und Orgon genannt. Nach ihm soll es sogar eine komplementäre Energie dazu geben, die er als Deadly Organ Energy bezeichnete. In der Physik hat die kosmische Höhenstrahlung bzw. Gammastrahlung eine vergleichbare Wirkung wie diese negative Lebensenergie. Dabei handelt es sich um eine elektromagnetische Welle mit hoher Energie und extrem kurzen Wellenlängen, die beispielsweise auch beim radioaktiven Zerfall auftritt. Es handelt sich also offensichtlich um Energieformen, die das Leben oder das Sterben begünstigen. Möglicherweise geht es hier aber auch um spirituelle Prozesse, also nicht nur um Energie, sondern auch Informationsprozesse, die wir noch nicht verstehen. Mandy P. Hall geht beispielsweise davon aus, dass die Königskammer ein, Zitat, Verbindungstor zwischen der materiellen Welt und den transzendentalen Sphären der Natur sei. Die Einweihungsrituale hätten demnach das Ziel, eine Art Nahtoderlebnis herbeizuführen, um die spirituelle Welt außerhalb unseres Körpers erfahrbar zu machen. Das Trance-Medium Edgar Cayce hatte in seinen Readings behauptet, die Pyramide wäre 10.490 vor Christus in 100 Jahren als Einweihungstempel erbaut worden. Das ist ein interessanter Hinweis,
aber würde nicht unbedingt die Pyramidenräume außerhalb der Königskammer erklären. Wenn man das ganze System von Gängen, Kammern und Schächten anschaut, dann gibt es natürlich auch noch Ideen, die Pyramide als technisch wirksames Bauwerk zu betrachten. Dazu komme ich jetzt. Kapitel 12: Kraftwerk, um Strom aus Blitzen zu gewinnen. Bei mehreren Pyramidenforschern taucht auch das Thema Kraftwerk auf. Der Maschinenbautechniker Christopher Dunn vermutete beispielsweise, dass die Pyramide aus den Erdschwingungen elektrische Energie erzeugen konnte. Allerdings konnte er diese Theorie nicht belegen. Letztlich ist er wohl darauf gekommen, weil man in Dendera eine Art Glühbirnendarstellung gefunden hat. Arthur Lipinski und Arletta Holowax hatten die Idee, dass die Pyramide Blitze in Strom umwandeln konnte. Sie kamen darauf, weil das altgriechische Wort Pyramide mit glühender Hügel übersetzt werden müsste und die Pyramide ursprünglich eine metallene Spitze gehabt haben soll. Eine Voraussetzung für die elektrische Nutzung von Blitzen wäre natürlich, dass die Pyramide in einer Zeit gebaut wurde, in der es Gewitter gab. Das soll vor etwa 10.000 Jahren der Fall gewesen sein. Eine andere Voraussetzung wäre der Nachweis, dass die Pyramide eine Kondensator- und Akkumulatorfunktion erfüllte. Granit kann nun eine hohe Isolatorwirkung entfalten und möglicherweise auch Spannungen von Millionen Volt verkraften. Ein Blitz soll eine Energiemenge von rund 280 Kilowattstunden besitzen. Das erscheint erst einmal nicht so lohnend, wenn man bedenkt, dass ein Haushalt heute schon mehrere tausend Kilowattstunden pro Jahr benötigt. Lipinski und Holowax gehen davon aus, dass die sogenannten Entlastungskammern über der Königskammer mit Metallplatten verkleidet waren und einen riesigen Kondensator bildeten. Auch das Krakgewölbe in der großen Galerie hätte so genutzt werden können. In den sogenannten Luftschächten könnten Kupferkabel zur Außenhülle geführt worden sein. Granitsarkophage wären dann mit Elektrolyten gefüllt gewesen und dienten als Akkumulatoren. Es gab dann auch Schutzvorrichtungen und Entladungsvorrichtungen, um das Ganze zu steuern. Diese Idee hört sich erst einmal verrückt an. Es gibt allerdings eine Reihe von Indizien, die als Begründung für dieses Modell herhalten können. In den sogenannten Entlastungskammern hat man schwarzes Pulver gefunden, das leider nie chemisch untersucht worden ist. Andere Forscher haben das als Nilschlamm interpretiert. Es hätten aber auch Rückstände von Eisenplatten sein können. In der Gegend der Pyramide gibt es außerdem noch viele leere Granitsarkophage, wie die Anlage des Serapis-Tempels in Saqqara, die möglicherweise Akkumulatoren waren. Angeblich hat man in den riesigen Granitbehältern heilige Stiere bestattet. Tatsächlich hat man in den sogenannten Sarkophagen nur eine bitumähnliche Masse gefunden. Einige Deckel hatten runde Aussparungen, die möglicherweise für die Aufnahme von Kupferkabeln vorgesehen waren. Sie waren auch so angeordnet, dass sie häufiger mal auf- und zugemacht werden konnten. Die Kraftwerksidee erscheint bizarr, aber sie ist bisher eine der wenigen Ideen, die dem gesamten System eine mögliche Rolle zuweist. Allerdings wurden noch nicht alle Hohlräume in der Pyramide entdeckt, die aufgrund einer Myonenmessung möglicherweise vorhanden sind. Im März dieses Jahres wurde eine 2x9 Meter große neue Kammer mit einem Endoskop fotografiert, deren Funktion bislang unklar ist. Die Pyramide wird also mit Sicherheit noch einige Überraschungen im Inneren und im Untergrund verbergen. Einiges wird der ägyptischen Altertumsverwaltung vielleicht schon bekannt sein. Möglicherweise will man aus politischen oder religiösen Gründen die Weltöffentlichkeit nicht darüber unterrichten. Mein Fazit: Eine abschließende Bewertung ist mir nicht möglich. Die große Pyramide bleibt bis heute ein großes Mysterium und das letzte noch existierende Weltwunder der Antike.
Mit Sicherheit wurde diese Pyramide nicht als Grabmal genutzt und möglicherweise sogar vor der biblischen Sintflut erbaut. Vielleicht konnte damit tatsächlich die Energie der Blitze zu Strom umgewandelt werden. Vielleicht hatte das System der Räume auch nur eine spirituelle Funktion, die wir nicht verstehen. Eines ist aber gewiss: Beides gleichzeitig kann ausgeschlossen werden. Vielleicht wird eines Tages der von Edgar Cayce erwähnte Saal der Aufzeichnung, der zwischen der Sphinx und der großen Pyramide tief im Untergrund liegen soll, noch entdeckt und das Geheimnis aufgeklärt. Vielen Dank fürs Zuschauen.